Weil ich Herrn Kollegen Bayer das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, vor allem im Stream heute. Eine gesetzliche Regelung zur Beteiligung von Immobilieneigentümern und Gewerbetreibenden an Quartiersentwicklungsmaßnahmen kann sinnvoll sein. Auch die Beteiligung weiterer Akteure bietet sich an, um die Basis von geplanten Maßnahmen möglichst breit zu machen. Ob wir nun so eine solche gesetzliche Regelung Housing Improvement District oder Business Improvement District oder eben Immobilien- und Standortgemeinschaft nennen, ist uns da nicht so wichtig. Die unter schwarz-gelber Regentschaft eingebrachte Regelung verdient Respekt, weil damit der Versuch unternommen wurde, die Akteure vor Ort mit Rechten und Pflichten an lokalen Aufgaben und Entwicklungen zu beteiligen. Ob man für solche Prozesse wirklich ein Gesetz braucht, ist allerdings noch nicht so ganz klar. Offensichtlich entscheiden sich die Akteure draußen im Land regelmäßig gegen eine buchstabengetreue Umsetzung des Gesetzes und treffen und verabreden sich auf informeller Grundlage. Frau Philipp hat ja das eben auch bereits erwähnt. Die Zahl der auf Basis dieses Gesetzes bestehenden ISG ist doch sehr überschaubar. Nun diskutieren wir sogar noch ein Änderungsgesetz, obwohl es faktisch keine oder nur sehr eingeschränkte Erfahrung mit dem Gesetz selber gibt. Gut, schade doch nicht. Wir wissen mangels empirischer Grundlage allerdings auch nicht, ob das Gesetz an der Praxis vielleicht auch vorbeigeht. CDU und FDP bemängeln offiziell, dass es hier vor allem das Verhinderungsquorum auf Antrag der Regierungsfraktionen wurde das in dem Änderungsantrag von ein Viertel auf ein Drittel heraufgesetzt. Ja, wir befürchteten an der Stelle auch demokratische Defizite, doch das eindeutige Ergebnis aus der Anhörung war, an den Initiativen vor Ort beteiligen sich so oder so nur wenige Akteure und die Aktiven sind die, die unterstützt werden müssen. Offenbar stoßen Gesetz und Änderungsgesetz bei den Akteuren und Verbänden ganz überwiegend auf Zustimmung, allein Haus und Grund lehnt beides ab. Wir lehnen es nicht ab, machen aber vorsorglich darauf aufmerksam, dass die Kosten einer ISG nicht auf die Mieter umgelegt werden dürfen und dass das Gesetz an dieser Stelle weiterhin Konkretisierung bedarf. Dieser Hinweis wurde in der dazu durchgeführten Anhörung gegeben und verhallte allerdings offensichtlich ungehört. Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen steht einer Ausweitung, auch das aus der Anhörung, zwar grundsätzlich positiv gegenüber, bezweifelt aber die Sinnhaftigkeit von wohnungsbezogenen ISG. Das heißt letztlich, dass eine Ausweitung nur auf den ISG in Gewerbegebieten und touristischen Bereichen befürwortet wird. Gerade in Bezug auf die ganzheitliche Entwicklung von Wohnquartieren sieht sie einerseits zwar den Sinn einer ISG, verweist aber vor allem auf deren Grenzen, insbesondere hinsichtlich der Initiierung privaten Engagements. Das heißt für uns hier in Problemquartieren, Frau Schneckenburger, in schwierigen Quartieren hilft Reden nicht, es muss auch mit öffentlicher Unterstützung Geld in die Hand genommen werden und dafür braucht es eher nicht ein solches Instrument, sondern den hinreichend ausgestatteten verfügbaren Budgets, vor allem das, Frau Philipp und Frau Schneckenburger. Unterm Strich bleibt eigentlich brauchen wir das Gesetz nicht. Wesentliche Aspekte bleiben auch unberücksichtigt. Quartiersentwicklung auf private Akteure zu konzentrieren und dabei die Menschen vor Ort im Grund nicht zu beteiligen, kann nicht als gelungenes Projekt beteiligungsorientierter Politik bezeichnet werden. Das Gesetz hat wohl auch gar nicht den Anspruch, alle Probleme in den Städten und Quartieren zu lösen. Einige Änderungen, wie die Ausweitung der Gebietskulisse, sind sogar bei dem Änderungsgesetz zu befürworten. Letztlich interessiert aber beides die Praxis da draußen erstmal wenig. Ich empfehle an dieser Stelle die Enthaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer, für die Landesregierung.